Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht's mal um Instagram und wie wir Instagram bei uns auf dem Desktop-PC nutzen können. Die Frage erreicht mich immer wieder und die Lösung ist zumindest meiner Meinung nach relativ einfach. Wir starten einfach mal hier den Google Chrome, gehen jetzt hier auf das Menü mit den drei Punkten, dann hier auf weitere Tools, dann auf Entwickler-Tools, wählen jetzt hier unser Smartphone an. Ich mache das Ganze mal etwas größer. Und navigieren jetzt ganz normal auf Instagram, also hier instagram.com, akzeptieren, gehen hier auf Anmelden, melden uns hier an, hier unten auf Anmelden geklickt, jetzt nicht speichern, okay. Sind wir nun hier in Instagram und wir können das Ganze hier ganz normal verwenden wie auf dem Handy, also hier unten zum Beispiel auf das kleine Plus gedrückt und hier könnte man jetzt auch ganz normal Bilder hochladen oder ähnliches. Ja, damit ist das Ganze eigentlich hier abgehakt. Ich hoffe, ich konnte damit einigen weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachte doch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diese Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.